Vom Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee im August 1948 gibt es nur wenige Filmaufnahmen. Die Vertreter aus den Ländern der drei westlichen Besatzungszonen und einige Staatsrechtler, insgesamt nur 33 Männer, sollen möglichst ungestört und frei beraten können. Allerdings mit einigen Vorgaben der Westalliierten. Föderale Struktur, Schwächung des Bundespräsidenten, starke Stellung des Parlaments und der Grundrechte. Auch bei Spaziergängen diskutiert man schwierige Fragen, kommt beispielsweise überein, dass die Verfassung Grundgesetz heißen soll, um durch diese provisorisch klingende Bezeichnung die deutsche Teilung nicht zu zementieren. Nach nur 13 Tagen hat der Verfassungskonvent seinen 95 Seiten umfassenden Bericht fertig. Er ist die Blaupause für das Grundgesetz, der Anfang für einen auf demokratischen Prinzipien beruhenden Rechtsstaat nach der Niederschlagung der NS-Diktatur ist gemacht. Wenige Tage später beginnt der Parlamentarische Rat in Bonn mit seiner Arbeit. Am 8. Mai 1949 wird er das Grundgesetz verabschieden. Und jetzt der Zeitsprung und zurück in die Gegenwart. Beim heutigen Festakt im Spiegelsaal des Schlosses blickte man viel zurück, klar. Aber in Zeiten bedrohter Demokratien schlugen prominente Redner eben auch die Brücke zum Hier und Heute. Und das verbunden mit Warnungen und Forderungen. Es war dem Bundespräsidenten anzusehen, dass er sich wohlfühlt. Der Chiemsee und die Herreninsel sind nicht umsonst Magneten für Touristen. Kaum bekannt ist, dass auf der Insel 1948 der Entwurf für das Grundgesetz erarbeitet wurde. Der Bundespräsident eröffnete zusammen mit der Landtagspräsidentin und dem Ministerpräsidenten eine Dauerausstellung, die davon erzählt. Die Mitglieder des Verfassungskonvents haben ihren Beitrag geleistet, um unser Land auszurichten auf Freiheit, auf Mitsprache, auf Wohlstand. Mozart zur Umrahmung und Nachdenkliches in den Reden. Vor allem beim Bundespräsidenten, als er von der Unantastbarkeit der Menschenwürde gesprochen hat und vom Demokratieprinzip. Und davon, dass wir alle die Demokratie schützen müssten. Kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident schließlich betonte Bayerns Anteil am Verfassungskonvent. Wie der Bundespräsident warnte Söder aber auch vor den Angriffen auf die Demokratie. Der Grundsatz in der Demokratie heißt Freiheit, aber er heißt auch keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so nutzten Söder und Steinmeier heute die Gelegenheit eines historischen Datums, der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee, für ein Aufrütteln gegen Tendenzen in unserer Gesellschaft an den Grundfesten der Demokratie zu rütteln. Und wir haben noch Fragen an den Juristen, Journalisten und Verfassungsexperten Maximilian Steinbeiß. Schönen guten Tag, Herr Steinbeiß, nach Berlin. Wie robust ist denn eigentlich unser Grundgesetz gegen Angreifer und gegen Autokraten? Hat die Runde damals sowas wie einen Schutzmechanismus eingebaut? Das hat sie. Das war eine der ganz großen Themen, die damals beherrschend waren in den Anfangsjahren des Grundgesetzes und in der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes. Die Erfahrung des Nationalsozialismus war noch frisch und die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ebenso. Und sozusagen diese beiden Vorstellungen davon, mit welchen Arten von Feinden der Demokratie und des Rechtsstaats und der Menschenrechte man es zu tun bekommen würde, stand da sozusagen im Vordergrund. Und entsprechend ist jetzt die offene Frage, wie diese auf diese Art von Feinden zugeschnittenen Mechanismen auf die heutige Situation noch passen. Nächstes Jahr zählen wir ja drei Wahlen in Ostdeutschland. Jetzt mal angenommen, Herr Steinbeiß, in Thüringen schafft die AfD die absolute Mehrheit. Und genau dieses Szenario haben Sie ja auch erforscht. Ist das Grundgesetz dort dann nur noch Kulisse? Also wir sind noch am Anfang dieses Projekts. Wir starten dieses Projekt jetzt gerade erst und wir haben uns jetzt ein knappes Jahr Zeit genommen, um genau dieser Frage nachzugehen. Auf Landesebene in Thüringen, wo diese Frage besonders dringlich ist angesichts der Umfrageergebnisse und der politischen Realitäten dort vor Ort. Ich kann jetzt die Ergebnisse noch nicht unbedingt vorwegnehmen, aber ich glaube, so viel kann man sagen. Wenn man sich im Ausland umschaut, dann sieht man, dass es mittlerweile sehr raffinierte und sehr ausgefeilte und auch durchaus erschreckend erfolgversprechende Rezepte dafür gibt, wie man die Mittel, die die Verfassung selber parat stellt,
ohne offenen Verfassungsbruch, ohne Gewaltausübung, ohne Umsturz im engeren Sinne ausnutzen kann, um eine Art faktische Autokratie zu etablieren. Das ist insbesondere in Ungarn der Fall und das ist so ein bisschen das Schulbeispiel, an dem sich auch alle autoritär-populistischen Bewegungen in Europa orientieren. Herr Steinbeiß, aber noch mal kurz zurück nach Thüringen. Wenn der rechtsextreme AfD-Fraktionschef Höcke grundgesetzwidrige Entscheidungen ankündigt, zum Beispiel kürzlich, Kinder mit Behinderungen sollen raus aus den Regelschulen, da würde doch Karlsruhe sofort gegensteuern, oder? Das wäre zu vermuten, wenn das so ist. Aber auch da gibt es wirklich viele offene Fragen. Also zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich für den Fall, dass Karlsruhe oder dass das Bundesverfassungsgericht einen Verfassungsverstoß der Landesregierung feststellt und dann das Land Thüringen diese Entscheidung einfach ignoriert. Das war in Polen der Fall mit dem Europäischen Gerichtshof, auch mit dem eigenen Verfassungsgericht. Dafür gibt es Praxis, das ist etwas, womit zu rechnen ist und da gibt es keine richtig gute Antwort im Moment darauf und das ist eine der Fragen, die wir mit diesem Thüringen-Projekt ja auch dann erforschen wollen, worauf man sich da einzustellen hat. Also eine Frage, die auch noch offen bleibt. Rührt denn die hohe Akzeptanz der AfD in Ostdeutschland vielleicht auch daran, dass man 1990 einfach das Grundgesetz sozusagen über die DDR gestülpt hat, ohne große Mitbestimmung? Also das ist sicherlich nicht der einzige Faktor, aber ich glaube schon, dass es einer der Faktoren ist. Also die Entscheidung, den Geltungsbereich des Grundgesetzes einfach um fünf neue Bundesländer auszuweiten, war möglicherweise damals politisch alternativlos, aber hatte einen hohen Preis. Und wenngleich es dann natürlich noch andere Dinge gibt, die da eine Rolle spielen. Und das ist nicht die einzige Ursache. Das sagt der Verfassungsexperte Maximilian Steinbeiß. Vielen Dank. Ich bedanke mich.